Oh, die Station hat eine richtig geile Beleuchtung, ist mir eben gar nicht aufgefallen. Gerade Beleuchtung sagst. Mein Sohn war vor langer Zeit mal mit Kumpels ein Saufen und er ist dann früher gegangen, weil er nicht so viel verträgt. Einer meiner Söhne, den kennt ihr noch nicht. Und dann hat er den Eingang nicht gefunden und ist irgendwo über den Zaun geklettert. Mal hat er sich gewundert. Hat der gesagt, geiler Bürgersteig, super Beleuchtung. Ist er über die Landepiste zurück, ey. Ich hätte da keinen Ärger gekriegt. Doch, aber die waren gnädig mit ihm. Und der hat mit den Obersten da von dem Standort hat er einen geballert und die haben ihn praktisch verführt. Er hat gesagt, er verträgt nichts, er kann nicht. Ah, komm, einen kannst du noch. Und bei ihm ist es wirklich so, also so war da zumindest. Zwei, drei Schnäpschen und dann ist Feierabend, ne? Kaufen. Hier kann man sogar eine Korvette kaufen. Oh. Tatsächlich. Aber das muss den Ruf haben, ne? Den Rang. Ja, stimmt. Und 183 Millionen. Die hätte ich sogar fast. Ja, aber dann ist ja nichts da drin. Dann hast du ja nur die Hülle. Ja, Nee, ist ja nichts. Da bringt ja nichts. Eine Python kannst du dir kaufen, eine Mamba, eine Fardelance, ein Dropship. ich würde die dann auch nehmen, aber nur voll ingeniert. Kannst mir die Teile reservieren. Hier gibt es keine Teile. Die Teile habe ich nur in meinem Schiff. Ja, das klappt leider nicht wie in Eve. Du pelzt den aus dem Schiff raus und schon hast du deine Teile. Gibt's hier denn für Waffen zu kaufen? Ist ja auch interessant. Ich war in Eve immer auf der verkehrten Seite. Ich bin immer derjenige gewesen, der aus dem Schiff gepellt wurde. Ich gegebenenfalls statt das Schiff jetzt rüber zu schiffen, einfach neu zusammenstellen. Wenn es die Ja, Module das drin würde ich gibt. jetzt nicht machen. Wenn du schon Sachen ingeniert hast, dann ist das Schwachsinn, oder? Was heißt Sachen? Das Einzige, was ich ingeniert habe, ist der FSD. FSA. Ja. Ja. Du fliegst eine Korvette, sagst, ne? Kann man als Passagier, also im Rahmen von Multicrew, auch Geschütze oder so steuern? Wenn du die richtigen Waffen dafür hast, ja. Meinst jetzt den Fahrer, wenn der Fahrer, der Pilot die richtige Waffe hat, das Schiff? Ja, du musst halt Türme haben, sonst kannst du nichts steuern. Sind die Türme die automatisch? Ja, die automatischen. Die kannst du dann als Mitspieler steuern. Also was fragt Ark, der weiß das besser. So.
Du hast keinen in deinem Schiff, ne? Ich? Nee. Ich hab nur, wie gesagt, ich hab nur Gimbal drauf. Kadanisch. So. Ja. Ich hab keine Fighter. Gut, dann kaufe ich mir hier was. So. Kann man mit einer Mamba kämpfen? Kann man, man kann auch mit der Sidewinder kämpfen. Deswegen hier. Ja, ja. Jetzt auch nur gegen Piraten, also nicht. Auch nur gegen Piraten, so ist es. Ja, wenn jetzt sehen wir gleich einen riesen Feuerball, dann bist du. Ja, ja, ja. Also hier sind, denke ich, eine Pferdelanz, Mamba und, weiß nicht, die kämpfen mit der Zeit. Ich muss mal gucken, Sekunde. Schiff kaufen. Also, die sind zwar sehr, sehr schnell, die Mamba und so, aber da, wenn du da zwei Schuss von Lanz kriegst, bist du auch weg. Hm. Ich würde mir echt eher das Dropship holen, wenn ich du wäre. Oder die Python, aber, ja. Das würde ich fühlen jetzt, aber das ist natürlich dir überlassen. Kann man das Dropship hier holen? Oh. Ja, ich sehe es ja, ich kann es kaufen. Oder muss man dafür einen Rang haben? Dann ja, nee, hab, muss ich auch, natürlich. Ja, so, sorry, ich denke immer nur an die Corvette. So. Also hol ich mir eine Python. Das wäre jetzt die dritte. Also Mamba weiß ich nicht, aber ich habe damit auch noch nie gespielt. Das sind halt so PvP-Dinger für mich. Dann hoffe ich. Auf PvE macht man nur Laser drauf, oder? Du kannst da auch Multi-Geschützer drauf machen, wie du, das ist völlig dir überlassen. So eine Mischung aus Lasern und Multi-Geschützen ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Nur Laser wird nicht funktionieren ohne Ingenieure wahrscheinlich.
Hose? Achso, kommt Wasser weg. Das Schiff. Achso, ja. Erfasse nächstes Sternsystem. Icarus. Was kann mache ich so in die optionalen Steckplätze? Hyperraumsprung Verstärkung aktiviert. Natürlich, ich weiß ja nicht, was du da hast. Vielleicht Schildzellenbank wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, ja. Mhm. Schild natürlich auch. Ja. Ja, ich auch. Ist nicht schlimm. was noch? Ja, so rumfüllen, verstärken, aber am besten lässt du dein Schild einfach nicht fallen. Das ist immer das Allerschlauste, ja, was du machen kannst. Okay. Jetzt eine Nachricht im Discord, mhm. Ja. Da kannst du, das ist ein Beispielbild, wie sowas aussehen kann. Das ist nicht von mir, das habe ja. Ich aus dem Internet. Also ohne Gewehr. Ja. Ich hab das auf seinen richtigen geschickt. Ja. Irgendwas nicht. Kommando zurück, das Müll. Da ist ja gar kein Schild drin, aber eine Schildzeltbank. Wer macht denn sowas? Kein Schild drin. Das ist ja geil.
Alter, nein, das kannst du doch nicht so ins Internet stellen. Ah, ich habe auch nicht geguckt. Nee, naja. Mach das nicht. Nee, habe ich auch nicht. Also. Okay. Ach, warte. Naja. Verstehe ich nicht. Wer braucht denn sowas? Das habe ich von ED-Board nicht. Aber dass sie sowas da reinstellen, dass da keiner mal drüber guckt, ist natürlich auch interessant. Sind solche automatischen Feldwartungseinheiten? Die brauchst du nicht unbedingt. Die sind wichtig, wenn du Module reparieren musst, aber... Lootet ihr auch, was ihr killt, oder? Teilweise. Kommt drauf an, was rausfällt. Ich nehme jetzt nicht alles mit. Da ist auf jeden Fall ein Schild drin, ich hab das überprüft. Schildzellen weg, okay. Frag mich, was er. Na gut, da sind jeweils 5 Stück drin, ne? Das ist ja auch nicht wenig. Gut, Splitterkanonen weiß ich nicht, musst du wissen. So, jetzt sehen wir's. Das ist vielleicht da ja Multicannons, ne? Wozu setzt man diese Splitterkanonen ein? Das sind quasi so, das sind Shotguns, wenn du so willst. Ach so. Du musst halt relativ nah dran, machst aber wirklich guten Schaden damit. Schon wieder am Kämpfen? Machen wir weiter. Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt. Was denn? So, irgendwas passiert. So, Koordinaten haben sie jetzt veröffentlicht.
Ziel auf. Ziel erfassen. Irgendwo noch einen Mega loswerden. Die verkaufen hier keine 6A-Kraftwerke. Kraftwerk raus, kannst du auch woanders dann holen, wenn du willst. In welchem System seid ihr nochmal? Am Jahr sind wir in Hunky Country. Eins nach. Ja, bin ich gerade hingeflogen, aber werdet ihr mir dann auch in der Systemkarte angezeigt? Kontakte. Kontakte. Okay. Ah ja. Ist
schon wieder abgefangen, das gibt's auch nicht. Muss ich zum Teamsignal oder zur Sogwolke? Ich bin gerade rausgezogen worden. Wenn er musste Ender Awakening analysieren. Er ist drin. Mamba? Wie gibt's das denn? Oh, ich verpasse das wieder. Ziel aufgeschaltet. Okay, krass. Ja, ich bin ja gerade noch mit der For the Lost beschäftigt. So ein Zweierwing. Anna, eine Mamba und eine Fleur de Lens. Also so ein Vierer, richtig. Wenn die Elite sind, das gibt auch Spaß, ne? Eine Mamba hält nichts aus. Ja, die ist natürlich schnell und wendig, klar, aber ich finde die hält nichts aus. Also mit der könnte ich so Aktionen wie eben auf jeden Fall nicht machen, das weiß ich. Nicht mehr lange. Ich habe die eben schon geteilt. Ich weiß nicht, ob er es angenommen hat, aber geteilt habe ich so. Ah, ja. Abgehauen. Ja. Genau.
Ziel fokussiert. Weißt du, wenn ich dir einen Commander als Wingmitglied mitnehme, kriegt er dann auch Kampfrang oder Händlerrang? Ziel wird aufgeschaltet. Das wäre schön. Arbeite dran. So, ist wieder voll. So. Da geht's. Ziel erfassen. Weißt du, wie viel passieren, der Dividende hier irgendwas steigt? Ich schau's mir gleich mal an. Nichts machen, kein Schild. Ziel. Schalte Ziel ab. Ach, du regenerierst die Schild oder was? Ja, kann ich, aber nur wenn du Schild hast. Ja, ja. Fokussiere Ziel. Erfasse Ziel. Echt? Ja, wenn nicht, boost du mal weg. Ja, ja, du platzt gleich. Ich mach gleich kaboom. Ja. Oh, vielleicht überlebe ich's. Ja, aber ist ja trotzdem alles Wrack. Jetzt habe ich auch Schilde. Ne, doch nicht. Ne. Komm nicht bei 50 wieder zurück. Ne. Du hast 50, wenn es wieder da ist. Ach so, okay. Ich bin da in der beiden Schaupositionen dran ist. Alles klar. Ja, ja, ja. Ja, wir können das nicht mehr spielen. Arg, du bist Prophet. Ja. Nächstes Ziel. Naja. Also die Kopfgelder hier sind schon deutlich höher. Ja, also die Schiffe sind noch ein bisschen höher. Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Hier, das hier ist noch Mittelklasse. Gibt's noch was übergefährlich? Ja, also die Navigationsbojen, die verlassenen. Ja. Da sind die Schiffe noch ein bisschen übler drauf, zum Beispiel. Boah, da war ich letztens mit Sascha, Alter. Das war lustig. In Proxima waren wir. Ich hab Sascha geheilt und er hat geschossen. Erfasse
und hat von den Elite-Fightern keiner analysiert, dass du der Schlüssel dazu bist, dass das Wing aufgelöst wird. Wie meinst du? Ach so, das meinst du jetzt wegen den, wo ich ihn geheilt habe? Das meinst du? Meinst genau, du? Ja, wenn er dich zuerst abschießt. Nee, so schlau sind die nicht. Nee, das nicht. So ist das in einem anderen Spiel, wo ich immer wieder reinverfalle. Aber nur im Gedanken. Ich werde vorläufig nicht rückfällig die nächsten 2 Jahre. Ich glaube, er meint Eve, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nie Eve gespielt, ich habe keine Ahnung davon. Du hast das böse Wort gesagt. Nee, das böse Wort ist ein anderes. Aber jetzt ist ja der Star nicht da. Es gibt hier gleich Deckschruppen. Was denn? Ach so, ja, die habe ich mitgebracht. Da bist du ja, Kumpel. Oh. Nicht gereicht, na, doch, okay. So, was haben wir hier noch Schönes? Ui! Wähle Ziel des Wingman erfasst. Ich hab ne Anna. Kurz, alles klar. Alles klar, Maria. Aber ich muss jetzt leider gehen. Jungs, danke für die Hilfe. Ein bisschen was gelernt. Das, ich weiß nicht, ob du was lernen konntest, so schnell wie das ging. Na, ja. Jetzt würde ich sagen, ein neues Python-Bild hat man ja trotzdem. Jetzt kann ich noch zu dir sagen. Aber was wäre denn ein Schiff, das man sich holen sollte, das jetzt ein bisschen über der Python ist? Ehrlich gesagt, für dich, wenn dieses Spiel geht, dann zu wenden, ich den Koffer noch teilen.
rumdüsen. Ja, klingt sinnvoll. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Gut, dann sieht man dich vielleicht. Seid ihr öfter hier unten, oder? Wir sind hier eigentlich das Inventar, aber okay. Ah, sorry, gut. Ah. Ciao, ciao. Seid ihr öfter hier? Ja, herrlich. Ja, er ist nicht geplatzt, das muss man dazu sagen, ne? Also. Der wollte mit einer Mamba kommen, Alter. Der wäre sowas von weg gewesen. So. Ich hab das gerade nicht mitgekriegt. In welchem Schiff war er denn? In der Python. Ja. Aber der war halt. Das Schild war weg, dann war das Schild wieder weg, dann habe ich noch versucht gegenzuhalten, dann hat er eine Schildzelle gezündet, dann war das Schild komplett weg, dann war es vorbei. Das war alles innerhalb einer Minute, ist das passiert. Ja gut, aber nix ingeniert, da hältst du natürlich da und nix aus. Ne? Also was mich da eher fragen würde, ist, warum ballern auf ihn zwei lilane Sachen ein? Also muss er die hier vorhin irgendwie angeschossen haben? Wo kommt denn das her? Kann sein, weiß ich nicht. Ja, Ladung an Bord. Wirklich? Habe ich jetzt nicht gefragt. Naja, wir werden es nie erfahren. Ja. Ja, vielleicht hat er auch, ja gut, das kommt dazu, nehme ich an, dann wenig bis gar keine Erfahrung mit dem Piraten. Und dann noch die, und dann noch die Schiffe, die nichts aushalten, das ist natürlich dann eine Kombination, die ist tödlich. Die ist nicht schlecht, das ist ein gutes Schiff. Er hätte ja nur kurz drauf schießen müssen und bei uns im Windschatten bleiben, wäre gut gewesen. Ja. Oder er hätte ja fragen können, was er machen soll, hat er auch nicht. Ja, das ist es ja auch. Das ist ja auch nicht jedem gegeben, dann so einfach mal zu sagen und zu fragen, hör mal, was mache ich denn da am besten? Weißt du, wenn da Erwachsene sind oder so Opas wie ich, das fällt dann nicht jedem leicht, dann mal wieder so ein bisschen in die Schule zu gehen, ne? Ja, vielleicht wollte er ja, vielleicht kann er nicht das tun. Er ist erst mal weg. Oh, was haben wir noch? Nee, das ist ja von mir auch nicht böse gemeint. Ne, der war ja freundlich. Was haben wir da? Eine Python, die ist aber sauber schon. Anzeige von naher Bedrohung. Missionsziel. Wähle Wingman 1.
Guck mal, was ich in der kurzen Zeit bei euch hier gelernt habe, dass ich überhaupt mein Schiff ein bisschen pimpen konnte. Und in der kurzen Zeit habe ich mehr Kohle als in 8 Jahren vorher. Wenn du so ein bisschen Polster hast, dann kannst du dich auch ein bisschen gelassener und anderen Dingen widmen, die auch Spaß machen. Ich habe gelacht, habe ich lange nicht mehr so herzlich. Nicht Spaß. Ja, du hast es ja vorhergesehen und ich auch. Und das war. Ist ja nicht schlimm. Nur so lernt man. Ja, ihr seid ja da noch vorsichtig mit dem. In eurem Verhalten. Sascha, der tut dann leichter, ohne dass er das vielleicht will, durch seine Art, so Älteren auf die Latschen treten, ne? Sascha hat den gar nicht mitgenommen. Kommt dazu. Ja, der hätte den aber mit so einem komprimierten Nachbiegen mitgenommen und dann hätte er den da auflaufen lassen, ne? Das ist Sascha. Der ist sauber, den hatte ich eben schon. Ach, da ist der Kipper. Die ist doch bestimmt böse. Wähle Wingman 1. Ja. Ziel vom Wingman erfasst. Nee. Ich hab genießt, Entschuldigung. Hast du noch? Hast du aber im letzten Moment noch dein Näschen zugekriegt? Ich hab's Mikro weggedreht. Ja, dann sind die Filter nicht so verstopft. Ja. Ich sehe Waffenfeuer unterm Ring. Oh, ich mach noch 1, 2. Ich glaube, mich juckt es auch, wenn ich euch da höre.
der Nächste, der Platz. Bumm. Nicht Spaß. Ja, komm doch gern vorbei, aber ich glaube, ich weiß nicht wieder. Ich hab später, wenn Dirk kommt, auf jeden Fall was anderes vor. Ach so. Hm. Ah, ihr wollt AX machen. Ja. Ja. Ich glaube, wir basteln nochmal Liga. Wähle Wingman ein. Ich bin jetzt mutig, ich komme in der Edda. Kennst du das Video mit der Kampf-Edda? Nein. Musst du mir mal angucken, das ist geil. Da fliegt ein Typ mit einer Edda rum und der zerlegt da die ganzen großen Kampfschiffe mit. Ziel von Wingman aufgeschaltet. Hast du das auf Bild? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, muss ich mir später mal angucken, oder wenn du das irgendwann mal aufbereitet hast. Was haben wir noch? Ich hab noch ein Gunship. Das ist gesucht, aber nur. Hast du was Besseres? Na? Zielerfassung. Wähle Wingman 1. Vorheriger Feind. Bumm. Was haben wir hier noch Schönes? Nix mehr, ne? Sieht nämlich leer aus hier. Was ist das denn? Da ist Fracht. Die hole ich mir. Der kriegt Schaden, nee. So. Kann sein, wenn das war, was ich angegriffen hat, ist es weg. Jetzt habe ich meine Fracht verloren.
beeilen. Schnell. Wie schnell darfst du beim Frachteinsammeln sein? 30 Kilometer? Ja, 30. Das Fenster leuchtet ja dann auch rot. Wenn du unter 30 gehst, ja, dann wird es halt grün, also dieser Blauton, Grünton. Und das ist bei 30. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Du kannst auch noch irgendwie ein bisschen schneller. 40 auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, das kann auch vielleicht ein bisschen vom Schiff abhängen, da bin ich nicht sicher. Missionsziel. Couples naked race down by its quiet side. Wähle Wingman 1. Music and voices are all around us. And we laugh like soft mad children. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances, and dances, and dances, and dances, and dances. Anna. Also. Ja, wir können ja erst den machen. Die Anna ist ja gleich auch noch da. Aber auch nur gesucht. Alles klar. Wie ist denn das da bei euch? Habt ihr da kleinere Summen, aber mehr Teile? Ich habe nur eine Mission angenommen, damit ich Missionsziele sehen kann. So, ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Weil ich habe ja keinen Ruf hier, weißt du, Maria? Wähle Wingman 1. Ziel auf. Alles rot, das gefällt mir. Auch wenn dir das mit alles rot gefällt, wenn wir dann im Wing sind, da kann ich dir behelfen. Nein, ah nee, das ist in Kampfzone, ne? Damit mal alles auf dich ballert. Und die Bullen. Ah ne, die Bullen sind ja nicht in Kampfzone. Ziel wird aufgeschaltet. Wähle Wingman 1. Darker thoughts are hard to know. They look like monsters under my bed. And every
downs like a rocket, the wrong chest. The TV make you think the whole world's about to end. Richtung, in die ich fliege, hatte ich gesehen. Aber ja, ich habe jetzt gerade sehe ich auch nichts mehr, aber eben habe ich da Blitzen sehen auf jeden Fall. Da, jetzt sehe ich es wieder. Ja, da ist es. Wochenende bringe ich mal aus Warschau die Spiegelreflexkamera mit. Anzeige von naher Bedrohung. Und dann mache ich mal ein schönes Foto vom Sternenhimmel für euch. Wo war ich denn seit dem letzten Mal? War ich von gestern? Ich wollte ja auch schon die Webcam raushalten, aber ich glaube, die ist nicht empfindlich genug, ne? Das gibt's auch nicht. Eieieiei. Ziel wird aufgeschaltet. Tschüss. Fokussiere Ziel. Zum Edda.
Wähle Wingman 1. Oh, leider. Was haben wir denn noch? Ja, Such und Arsch weit weg. Das ist schlecht, hol dir einen neuen. Ja, da bist du wieder 10 Minuten weg. Ja. Zwischendrin mit. Ich weiß. And we laugh like soft, mad children. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances and dances and dances and dances. Wähle Wingman 1. Ziel des Wingman aufgeschaltet. Wähle Wingman 1. Verzeiht ihr in SNPX oder Open? Wir sind im Open, Maria. Ziel vom Wingman erfasst. Kann das sein, dass ich die ganze Zeit mit dem den Energieverteiler, kann man den nicht pimpen? Doch, doch, kannst du, ja, freilich. Oh, dann fliege ich die ganze Zeit ohne zu pimpen und dann wundere ich mich, dass der keinen Bums hat. Ja gut, mehr Bums hast du da nicht, aber hast du Energieprobleme, also bei Waffen oder so? Ja. Ja gut, dann kommt drauf an, jetzt, die meisten würden sagen ladungsoptimiert, dass der alles schneller auflädt. Ich jetzt sagen. Ja. Es gibt auch
dass er halt nur die Waffen schneller, also bedeutend schneller dann auflädt. Das, ich weiß ja nicht, wie das dann mit Boost ist und mit Schild und System. Ich gucke mir dann auch mal an, wie das hier eingestellt war. Da muss er mir ja irgendwo anzeigen. Ja, bestimmt. Wie bitte? Nein, ich hab dich nicht verstanden, Hagen, sorry. Wer denn? Ach so, ja. Ja, ist doch nicht. Wir haben wie der Typ mit der Anaconda und dem 1er Energieverteiler und dich gewundert hat, der. Ach so, ein Vogel, ja. Warst du da auch bei Ark? Hast du das mitbekommen? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Das war eine harte Nummer. War das nicht hier der Richter Gaming oder irgendwie so ist er da? Kannst du ja nachgucken. Da ist ein 8A Energieverteiler. Mhm. Für Nachladung plus 42%. Nachladung plus 42%. Na, das klingt wie ladungsoptimierter Energieverteiler auf jeden Fall. Ja. So. Heidewitzka, jetzt ist er aber oben voll hier. Ja. Alles klar. Das werden ja jetzt mehr. Sag mal, wenn ich keine Schildzelle benutze, dann kann ich die doch auch einfach ausbauen und baue da lieber noch Panzer hoch rein. Ja,
wenn du die nicht benutzt, dann würde ich dir... Ja, gut, willst du dein Schild denn verlieren? Hast du die Absicht, das zu verlieren? Das ist auch immer... Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Ich habe zum Beispiel... Ich habe gar keine Schildzellen, weil ich die nicht brauche. Ich habe so viel Schild, da passiert mir halt nichts. Und deswegen wäre es für mich zum Beispiel Schwachsinn, da eine Rumpfhülle reinzubauen, die sowieso dann nie zum Tragen kommt, weil ich habe ja so viel Schild. Kannst du mir folgen? Ja, ich habe viel, viel Rumpfhüllenverstärkung hier drin. Ja. Es gibt ja halt von den Guardians auch diese Schildverstärkung. Ich weiß nicht, ob du die schon frei hast. Ne? Ja, die habe ich frei. Ich habe die in der Crate, habe ich die, glaube ich, drin. Ja, die musst du halt, die kannst du auch nicht ingenieren, aber die fressen halt auch Energie, das muss man dazu sagen. Ja, aber ich hatte gedacht, die Rumpfhüllenverstärkung, die bringt mehr als, ist das Modulschutz, was du meinst von den Guardians? Das eine ist Modulschutz, aber beides kommt nur zum Tragen, wenn in dem Moment, wo du kein Schild hast, jedenfalls bei dem, was wir kämpfen, ja. Ja, also deine Rumpfhüllenverstärkung bringt dir ja nichts, solange du ein Schild hast. Weil dein Schild hängt schon, ja. Maria, musst du wissen, was dir lieber ist. Ja, ich sehe gerade die Energiebedarf von der Schildzelle ist ja auch nicht ohne. 2,48 Megawatt. Ich weiß nicht, was so eine Guardian-Schildverstärkung frisst, aber ich glaube weniger. Ich guck jetzt mal eben. Ich hab nur noch 4. Was? Thank you.
1,26 Megawatt. Ja, ich habe eine Fünfer. Ja. Aber die hat gegen kinetisch, thermisch und Detonation nichts mehr, ne? Nee, das gibt nur Schildstärke mehr. Dein Schild wird quasi größer. Das ist alles. Resistenz kriegst du dadurch nicht, das stimmt. Das musst du mit den Schildboostern machen. Ja, und Schildbooster habe ich hier noch. Ne, nicht Schildbooster. Eine Rumpfhüllenverstärkung habe ich hier noch. Die bringt 17% mehr. Kinetisch, thermisch und Detonation. Überall 17,1%. Aber da trägt im Gewicht natürlich 22,4 Tonnen. Das Ding wiegt viel, genau. Ich habe dir doch letztens ein Bild von meiner Corvette geschickt, ne? Ja. Und dann guckst du da mal rein. Also ich hab ja nur Schild. Also wenn mein Schild weg ist, habe ich ein Problem. Aber bis dahin ist alles gut. Aber mein Schild geht ja nicht weg. Also ich kann damit ja sogar rumrammen und so. Ja, ich habe aber leider das Schiff nicht. Ja gut, du meinst, dass die Anna hat ein sehr ähnliches Fitting, ne? Bis auf die Kanonen. Nee, ich hab kein Aua, ich bin nur am Überlegen. Kriegst gleich Aua. Du hast wieder an deiner Anna rumgeschraubt und so vergessen, wie du das hast. Nein, ich hab noch gar nicht geschraubt. Ich bin nur am Gucken. Ja, ja. Nein. Mann, ist so eine Witze. Ich schütt mir hier den Kaffee in die Tastatur. Nichts los irgendwie. Also, das ist bei mir nicht. Also, ja, ein paar habe ich. Die kamen alle zu mir, weil ich ja noch Fracht drin habe. Hm. Ich habe gestohlenes Ethanol. Ja. Dabei. Da, bist du böse? Ne, den 9 ist nie böse. Ne. Waffenfeuer überhalb des Rings. All right.
der Schildgenerator ist gar nicht fertig gepimpt. Anzeige von naher Bedrohung. Ich will ja jetzt irgendwie nichts sagen, aber haben wir heute den ersten Schraubertag Azubi oder so? Ja, wahrscheinlich. Oh, ich hätte gern Sprungpunkte oder so, das wäre cool. Sowas haben wir, ja, haben wir leider nicht. Natürlich auch eine Idee. Was hättest du für eine Idee? Nee, das ist eine gute Idee. Nee, ist ja nichts. Gut. Ja. Also, ich sehe auch weit und breit nichts, also gar nichts, null, nichts. Nur blöde Steine. Tja, hier ist alles etwas ruhiger. Ich verstehe, Sarina. Wenn du meine hast, musst du die Ziele halt nicht so suchen. Die sind halt immer da. Na gut, dann springen wir kurz raus. Ihr seid doch schon große Jungs, ihr könnt euch helfen. Right.
Frameshift-Antrieb aktiviert. Oh, eine Anna, ja. Das bist du. Das ist Missionsziel. Guten Abend. Hi, Dirk. Zwischen. Hallo. Hallo. Ja, kannst du. Also, Asus, ich muss noch ein bisschen was essen. Alles gut. Mit meinem Sohn eine Flat aufladen und ja. Ich muss nicht, ich hoffe nicht loslegen. Gut, sehr gut. Das ist noch lang genug, hoffe ich, ne? Ja. Denke schon. Wähle Wingman 1. Anna am Ziel. Also, ich hab zwei Annas? Okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Sind beide böse. Ja, zwei Annas. Ja, keine Ahnung. Egal. Einfach schießen. Eine Anna weg. Die nächste. Ihr werdet alle bedient. Wähle Wingman 1. Hallo. 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 Wähle Wingman 1. AFK. Wähle Wingman 1.
was. Ja. Noch eine Anna. Cool. Ach, die kenne ich. Wo ist die Fraktion? Hat hier aber nichts zu suchen. Ich hoffe, das ist das. Ziel wird aufgeschaltet. Erfasse Ziel. Zielerfassung. Der ist nur gesucht. Aber ja, klar.
treffe eine Anna. Missionsziel habe ich jetzt schon eine Weile nicht. Thank you.
habe ein Missionsziel. Wähle Wingman 1. Ich hab den Feuer wegen Missionsstil. Wähle Wingman. Ziel des Wingman erfasst.
Verdammt, am 14. September war das Community Goal, war mit dem Genoscanner oder was, den man kriegen konnte? Keine Ahnung. Weiß ich auch nichts von. Hört sich richtig gut an, ey. Das ist richtig interessant hier, die Girlnet News, ey. Zieh ich mir gerade rein. Beim Essen. Hört sich nach einer Aufgabe an. Titanen zu scannen, ob menschliches Leben vorhanden ist, um eventuell später die zu retten. Wenn man die findet, die vermissten Bevölkerung. So den verbesserten meinst du, ja. Ja, ja genau. Schade, ich den nicht hab. Verdammt. Den haben sie doch freigeschaltet, den kannst du doch jetzt kriegen. Ja, ja, das war ja das Ziel, war ja, dass es das gibt im Jeder Spiel den quasi. Kaufen kann. Ja, dann müssen wir den unbedingt kaufen. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Also, den Sync-Launcher haben wir schon. Du brauchst einen Impuls hier, diesen. Diese Abwehr, Impulsabwehr. Ja. Genau, und dann kann man sich den Titan mal nähern. Und den Scanner muss natürlich. Das wäre auch so ein Projekt. Kommt nichts bei rum, ne? Außer Spesen, ne? Aber. Was ist der Panther? Was? Panther-Clipper. Die Hunter-Clipper, ja, genau. Eine Clipper muss ich noch bauen, ne? Nein, wer kennt das Ding nicht, glaube ich. Nein, ich kenn's nicht. Nee. Eigentlich schon, aber egal. Ziel fokussiert. Super, jetzt mach ich noch Beige hier. Ja. Egal. Ich muss mir nochmal kurz die Hände waschen, das geht. Missionsziel schießt auf mich, ist doch super. Eigentlich aus. Warte, noch zwei Stück, dann haben wir die Mission von dir auf jeden Fall fertig. Ja. Jedenfalls die, ja. Erfasse nächstes. Ach, das passt ja gerade, das ist ja super. Ja. Ist klar. Jetzt noch eins. Erfasse nächstes. Dann mache ich mich nämlich auch ab. Das musste eine. Ja. Gut, die eine ist nur 3 Millionen, da willst du was willst du damit, aber gut. Ja, also wie gesagt, ich habe ja andere Pläne. Aber hat Spaß gemacht, Ark, danke. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht mal die Fracht abwerfen, bevor ich irgendwo lande mit dem gestohlenen Zeug. Tschüss. Fracht. Mach's gut. Oi, du Schwede. Ich treff nicht mal mein Schiff. Ich bastel gerade an, wie heißt das, bei Igel? Gratuliere. Hyperraumsprung aktiviert. Der ist durch. Ding ist durch. Wie viel Kopfgeld habe ich eigentlich gemacht? Ich glaube, das hier nicht. Ausgeht. Hyperraumsprung aktiviert.
vom Wingman erfasst. Was macht ihr denn jetzt noch Feines? Wie sieht's denn aus mit? Wir haben noch Piratenmission. Warte, ich muss mal den Stream ausmachen. Wir haben Piraten gemacht, aber wir sind jetzt fertig. Damit. Ah, okay. Mhm. Naja. Ja, gerne. Ich komme immer gerne mit. Durch. Das sind wirklich nur kleine Missionen. Ja. Ich spiele gerade Lockvogel für Piraten. Wenn niemand anders will, bin ich immer gerne dabei. Ich habe ja sogar noch die anderen hier von Maria. Glaube ich, das sind die von Maria gewesen. Die Lambda 2. Deine auch noch wahrscheinlich dann. Das ist deine auch noch, genau. Da muss ich auch noch hin. Mhm. Wir sind aber im Open. Ja, dann komme ich ins Open. Die wären schon losgeflogen, aber nö, die stehen da noch.